Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren kurzen Video. Hier kommen jetzt meine Picks für die nächste Stage. Die Challenger Stage ist durch und hat geklappt. Wer auf unsere Challenger Stage Picks vertraut hat, ist jetzt bei der Silvercoin und wir gehen in die Legends rein. Ich habe ja wieder die Picks von der Community, also hauptsächlich von Sneasel. Ich weiß nicht, ob sich Sneasel noch großartig abgesprochen hat, aber ich denke, die Jungs waren gestern auf jeden Fall im Teamspeak und haben noch gut reingetalkt. Die Picks für diese Challenge sehen wie folgt aus und ihr müsst euch wirklich beeilen, die Picks auch eben dementsprechend abzuschließen. Ihr habt noch 23 Stunden Zeit, dann geht es nicht mehr. Also auf jeden Fall einstellen, Update Picks, damit das schon mal drin ist. Man könnte jetzt natürlich nach wie vor umstellen und hier so ein bisschen rumwurschteln, falls man selbst irgendwas anpassen möchte. Ich werde die ganze Sache jetzt auch so lassen. Alleine schon deswegen, weil ich auch gar nicht mehr am PC bin bis heute Abend, heute Nacht und dann ist Livestream und da bin ich auf einem anderen Account. Also ich habe eigentlich gar nicht mehr großartig die Möglichkeit, die Dinger hier zu ändern. Letztes Mal wurde ich noch gefragt, ob ich dazu selbst was sagen möchte, zu den Picks, ob ich da eine Meinung dazu habe oder sowas. Grundsätzlich finde ich, dass die Machart der Videos hierfür so ist, dass sie so schnell wie möglich sein sollten und so kurz wie möglich. Man kann natürlich großartig rumerzählen, wenn man möchte, in einem separaten Video. Alleine schon eben, weil die Pressur meist da ist. Also der Zeitdruck. Aber hinzu kommt bei mir noch der Fakt, dass ich überhaupt nicht reinschaue in die ganze Geschichte. Also ich weiß nicht, wer wie spielt. Ich weiß nicht, wie die Teams überhaupt gewertet sind. Und ja, ich könnte sowas selbst nicht aufstellen, weil ich überhaupt nicht in dieser ganzen Geschichte drin bin. Diese Videos hier sind ausschließlich für euch zur reinen Informationsfindung gedacht, um eben ganz schnell gucken zu können, wie setze ich die Picks. Falls ich mal in der Zukunft irgendwie die Möglichkeit haben sollte, Lust und Zeit hier rein zu investieren, dann kann man da was machen. Aber im Moment ist es mir nicht möglich, irgendwelche Spiele zu gucken und was weiß ich, was zu machen. So viel dazu. Daumen sind gedrückt, dass das hier auf jeden Fall passt. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.